Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, es ist soweit. Ich rufe auf, die WBO-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht angesetzt auf 12 Runden. Und zu uns in die blaue Ecke rufe ich den Herausforderer. Aus Spanien, Alejandro Lacatosch. Aus Spanien, Alejandro Lacatosch. Die rote Ecke, liebe Boxsportfreunde. Er ist Weltmeister seit 1994. Es ist seine 19. Titelverteidigung. Er war gleichzeitig Weltmeister im Halbschwer- und Cruisergewicht. Und er gleichzeitig Weltmeister in den Verbänden WBO, WBA und IBF. Und hier kommt er, der Weltmeister, aus dem Boxstall Universum Box Promotion Hamburg, der Tiger Dariusz Michalczewski! Der Weltmeister, der Tiger, Dariusz Michalczewski! Meine Damen und Herren, erheben Sie sich bitte von den Plätzen, die Nationalhymne. Thank you.
Liebe Boxsportfreunde, die Daten bei der Boxer. Die blaue Ecke, 27 Jahre alt, 1,83 Meter groß, 79,1 Kilogramm schwer und Profi seit April 1997. Sein Rekord als Profi, 16 Kämpfe, 15 Siege, davon 12 durch K.O. und ein Unentschieden. Er ist die Nummer 7 der WIBO-Weltrangliste, kommt aus Spanien, ist der Herausforderer Alejandro Lacatosch. In seiner Ecke Enrique Soria Junior, José Valenciano und Enrique Soria Senior. Die rote Ecke, 33 Jahre alt und meine Damen und Herren, er hat heute Geburtstag. ,84 Meter groß, 79,3 Kilogramm schwer und Profi seit Februar 1987. Sein Rekord als Profi. 43 Kämpfe, 43 Siege, davon 36 durch K.O. Er steht in der roten Ecke und ist der Weltmeister aus dem Boxstall Universum Box Promotion in Hamburg, der Tiger Dariusz Michalczewski. In seiner Ecke sein Trainer Fritz Dunek sowie Michael Timm, Volker Grill und Christoph Busch. Die Offiziellen dieses Kampfes, Ringrichter Michael Ortega, USA. Und er ist 43 Jahre alt, Michael Ortega, kommt aus Connecticut und war auch schon mal Ringrichter bei einem Kampf vom Tiger. Das sind die drei Punktrichter, Michael Gliena aus Chicago, Luca Montella Dariola aus Italien und der Hamburger oder Gestachter Schornsteinfegermeister Joachim Jakobsen. Wird der Kampf über die volle Distanz gehen? Das ist natürlich die Frage. Hier die Gegenüberstellung. Das Altern dürfte keine Rolle spielen. Die Größe, Reichweite ist alles ungefähr gleich. Auch beim Gewicht, die Erfahrung kann entscheidend sein. Und da gibt es eine Statistik. Der Tiger 255 geboxte Runden und Lacatosch 66 geboxte Runden. Also der Tiger liegt da viermal so weit vorne wie sein Herausforderer. Okay, gentlemen, good luck to both of you. Caballeros, buena suerte a los dos. Touch them up. Good luck. Dale la mano. Buena suerte. Ja, da wurde böse geschaut, auf jeden Fall von Alejandro Lacatosch, Graf Dracula im Boxring. Aber wir wissen ja, Vampire, die mögen es nicht, wenn sie an die Sonne kommen. Und deshalb wird es wohl auch nicht so leicht für einen Vampir gegen die Lichtgestalt im Halbschwergewicht Dariusz Michalczewski. Die Knoblauchzehe in der linken und in der rechten Faust beim Weltmeister, beim Tiger. 12:1 Favorit für seine 19. Titelverteidigung. Man erwartet Lacatosch direkt im Vorwärtsgang. Der soll heranstürmen und versuchen, mal mit rechts voll durchzukommen. Und Fritz Zuneck hat auch gesagt, wir sind darauf vorbereitet, notfalls auch im Rückwärtsgang zu boxen. Und hier die ersten Runden ganz locker aus der Defensive mal zu schauen, was der Spanier hier machen kann. Aber der Tiger steht schon wieder vorne, wie das immer heißt. Also er steht da, greift zwar nicht an, aber hält die Distanz und ist der Druckvollere, die Führhand kam. Ja, das sind die gefährlichen Aktionen von Lacatosch. Beide Fahnen vorne auf die Hose genäht, die spanische und die rumänische. Oh, versucht des Aufwärtshakens, da wollte Michalczewski ihn nur wegschubsen und da muss er aufpassen. Die Anfeuerungsrufe für Michalczewski. Gut abgefangen. Diesen rechten Springer mit der linken Hand. Ja.
Michael Ortega mit der Ermahnung an Lacatusch. Pass auf deinen Kopf auf, geh da nicht im Geschütz nach vorne. Du könntest dich und auch den Tiger verletzen. Ja, mit links stochert er nur. Lacatusch wartet auf die Möglichkeit für die Rechte. Michalczewski zeigt seine Defensivkünste. Alles schön abgeblockt. Ein bisschen ausgependelt und dann kommt wieder die Führungshand. Ja, da war jetzt zwei, drei gute Aktionen von Lacatusch, nachdem Michalczewski nach der Führungshand nicht mehr allzu viel gemacht hat. Kopfzeichen die letzten Sekunden der ersten Runde. Viel Arbeit vom Herausforderer. Solides Boxen von Michalczewski. Erste Runde an den Weltmeister. Bisschen mehr noch bewegen, wird er rein sein. Kann ich mich nochmal vorstellen? Das ist Geraldine. Und hast gemerkt, was sie gesagt hat, er kommt im Recht von außen, zieht gleich einen Aufwärtshaken in die Mitte hinterher. Da musst du ganz, ganz sicher mal aufpassen gehen. Ein bisschen mehr in der Vorbereitung bewegen, das Antäuschen müssen wir im Druck machen. Nicht? Dann kommt er und dann siehst du auch und dann kannst du den linken Haken. Ja, hast schon ein, zwei Mal, als es vorbei ist. Auch zum Körper bist du eben gut reingerutscht, schon mal mit dem Schluss. Aber nichts erzwingen, einmal wieder ganz locker. Seconds out. Drehfrei, Runde 2, Round 2. Nichts erzwingen, aber trotzdem dranbleiben. Nicht, dass Lacatusch hier der Partykiller wird. Aber Fritz Munek sehr zufrieden. Wieder die Ermahnung an Lacatusch. Gute 1-2 Kombinationen. Ja, will immer die Rechte mit voller Wucht reinbringen. Und Fritz Hunek hat es angesprochen und danach versucht er dann den Aufwärtshaken ins Ziel zu bringen. Er wird wieder wild. Und der Tiger muss die Kontrolle behalten. Da war wieder der Versuch des Aufwärtshakens und abgeblockt von Michalczewski. Schöne Fürhand. Und wieder. Und der Tiger geht ohne Deckung zurück. Wieder, da lässt er die Linke tief hängen und bietet da Lacatusch die Möglichkeit, voll durchzukommen. Und da war die Linke und die Rechte nochmal. Jetzt nicht nachlässig werden, Darius Michalczewski. Die Linke fällt immer ein bisschen zu tief nach unten. Es lächelt Lacatusch und sagt, dieser Treffer klang zwar gut, aber da ist nichts passiert. Noch eine Minute. Versucht Lacatusch im Vorwärtsgang dann erst zum Körper entweder anzutauschen oder leicht zu treffen, um dann die Rechte mit voller Wucht zum Kopf nachzuziehen. Ich
Publikum merkt, ein bisschen Unterstützung kann der Tiger an seinem Geburtstag gut gebrauchen. Wie lange kann das spanische Kraftpaket diesen temporaubenden Kampf so weiterführen? Der Box so verbissen, da kriegen die Trainer kaum den Mundschutz raus. Guter Konter von Michalczewski. Das war die Situation, da war er zu offen. Und da hat er wohl nicht damit gerechnet, dass der Lakatusch auch Kombinationen schlägt. Und dann hier 3, 4 Treffer. Lakatusch mit einer Leistungsschwellung am rechten Auge. Enrique Soria Junior und José García Valenciano in der Ecke. Wir gehen in die dritte Runde. Die zweite Runde kann man wohl auch zugunsten von Alejandro Lakatusch geben. Der Tiger hat gesagt, er findet Braunschweig toll. Ich werde hier so oft auf der Straße angesprochen wie in Hamburg kaum. Also die Leute mögen mich hier. Und da war die rechte. Oh weia. Lakatusch sucht seine Chance. Der Hasim-Rockman-Effekt. Außenseiter glauben auf einmal mehr an ihre Chance, aber normalerweise sollten Titelverteidiger jetzt mehr aufpassen. Jetzt steht die Deckung in der Mitte ein bisschen besser beim Tiger. Aber er wird zu deutlich getroffen. Daneben geschlagen. Kombination. Da war sie mal drin, die Links-Rechts-Kombination vom Tiger. Noch eine Minute in der dritten Runde. Er versucht, mit der rechten hinterher zu kommen, aber es kommt wieder Lakatusch. Arbeite. Die Anfeuerungsrufe aus der Ecke. Vom Tiger, der steht dann da, bewegt sich nicht weg, wenn Lakatusch anfängt, seine Kombination zu schlagen. Der Spanier ist nicht der beste Boxer, aber er hat viel Herz. Ja, wieder der Versuch, die Rechte ins Ziel zu bringen, aber abgeblockt von Lakatusch. Der Tiger bereitet vor mit der Führhand, um sich ranzuschieben für die Rechte. Und wenn die nicht kommt oder daneben geht, dann steht Lakatusch in der richtigen Distanz für seinen gefährlichen Aufwärtshaken. Mit Übersicht der Tiger am runden Ende. Schön dem Anschlag ausgewichen, um selbst da ins Ziel zu kommen. Aber Lakatusch hält sich sehr, sehr gut. Hat zuletzt Anfang April geboxt, den K.O.-Sieg über Roberto Dominguez, also gegen den Mann, der den Marius Michalczewski am Boden hatte. Aber Michalczewski hat Dominguez dann in Runde 2 ausgenockt. Ja, der Schlag war
aktiv, zumindest auf dem Hosenbund. Na, mehr sein als eine spanische Eintagsfliege. Alejandro Lacatusch. Er hört aufmerksam zu, was Trainer Fritz Dunek da sagt. Die vierte Runde. Mann, das sieht ganz gefährlich aus. Erste Runde nach ihrer Meinung im Online-Scoring an Michael Czepki, die zweite ausgeglichen und die dritte an Lacatusch. Und ich würde die zweite auch an den Spanier geben. Und das ist schon eine kleine Überraschung. Und es könnte eine große werden. Also machen wir uns da nichts vor. In Normalform dürfte der Tiger mit diesem Herren Lacatusch keine Probleme haben. Aber vielleicht sind es die Nerven. Der Geburtstag, vielleicht die Hoffnung auf den Kampf mit Roy Jones, der ja nun scheinbar wirklich langsam zustande kommt. Mehr als das vorher jemals der Fall war. Auch heute Morgen im Hotel, als schon mal eine Torte gab für Darius Michalczewski. Er hat am Sektglas nicht mal genippt. Nur den Gratulanten zugeprostet, aber nichts getrunken. Also an der Disziplin kann es nicht gelegen haben oder nicht liegen. Er steht eigentlich aufrecht da. Lacatusch wäre zu treffen. Also er muss natürlich auch aufpassen. Michalczewski. Aber die rechte nochmal. Und dann bleibt er stehen. Guter linker Haken. Und da war die rechte voll. Und auch wenn er den Kopf schüttelt, Lacatusch, die hat er gespürt. Das rechte Auge bei Lacatusch schwillt langsam zu von der linken. Und wenn die rechte so gut durchkam wie eben, die noch ein paar Mal so kommt, dann wird das linke Auge auch zuschwillen. Und da war die rechte nochmal. So muss er weitermachen. Klasse, auch schöne Maid-Bewegung vom Tiger. Man soll die Runde nicht vom Gong loben, aber das sieht jetzt sehr viel besser aus. Die Rechte, aber sie flog vorbei. Und weiter geht's mit Rolf Fuhrmann. Martin Wagner, ein Freund von Darius, haben auch ein Geschenk. Nur muss man sich Sorgen machen um Darius? Nein, ich muss sagen, die Zuschauer sehen hervorragenden Kampf. Der Spanier wehrt sich mit allem, was er hat. Und ich muss sagen, es ist ein Top-Kampf. Und ich freue mich, sag mal, dass ich hier sein darf. Und freue mich mit dem Darius, wenn er gewinnt. Und hoffen natürlich auch ihm nachher, das Trikot vom VfL Wolfsburg überreichen zu können. Also bis jetzt muss ich sagen, wenn ich bei seinem Kampf war, hat er auch meistens gewonnen oder immer gewonnen. Und das, denke ich mal, ist ein schönes Geschenk und ein schönes Andenken an ihn. Man kann ihm im Endeffekt nur Glück und Zufriedenheit für die Zukunft wünschen. Alles andere, denke ich mal, macht er selbst. Dankeschön, Martin Wagner. Die beste Szene von Darius Michalczewski bislang in diesem Kampf. Also nach dieser vierten Runde kann man sich wohl fast sicher sein, dass es jetzt so langsam unter Kontrolle hat. In der zweiten, dritten Runde diese kleine Schwächeperiode, aber die vierte sah sehr vielversprechend aus. Kam mal wieder besser mit der Führhand. Die Maid-Bewegungen waren da, die Schläge flogen vorbei, auch bei Lacatusch von den vielen harten Treffern, die zwischendurch drin waren, die rechte vor allen Dingen, schon ein bisschen mehr Respekt hat und ein bisschen müder wird. Yeah.
gewechselt, die Auslage. Alejandro Lacatus steht jetzt rechts vorne. Will Michalczewski damit verwirren, aber der weiß, wie man mit Rechtsauslegern umgeht. Und zuletzt hat er es gut geschafft, gegen Graziano Rocchigiani da zum Körper, also zur Leber durchzukommen. Steht jetzt wieder richtig rum. Aber der Konter direkt auch von Michalczewski. Michalczewski gewann zuletzt 9 Mal durch K.O. Der Punktsieg im Juli des Jahres 97 gegen Virgil Hill. Nur zu Beginn seiner Karriere hatte er mehr K.O.-Siege in Folge. 12 nämlich an der Zahl. Aber diese Serie, die 9 K.O.s in Folge, jetzt auf Weltniveau, sind sicherlich höher zu bewerten. Und gegen J.D. King ist er häufiger getroffen worden, als man das gedacht hatte im Vorfeld. Da waren es wohl die privaten Probleme. Mittlerweile hat er sich in diesem Kampf auch wieder gefangen und wird jetzt konzentrierter und kommt besser mit der Führhand durch und steht auch sicherer. Und trotzdem schiebt Alejandro Lacatus da immer wieder mal seine Rechte gefährlich durch. Geht jetzt selbst zum Körper. Ja, da war der Weg zu weit für die Rechte. Weg, bumm, bist du sofort da. Ne? Nicht mit Gewalt versuchen reinzuführen. Immer wieder den Körper vorne und komm direkt. Dreh dich mal rechts rüber jetzt. Ne? Damit du den rechten Hand besser rüber kannst. Dann kommt sie aus, Crossbow. Trink großen Schluck jetzt mal richtig. Also beweg dich noch ein bisschen mehr im Oberkörper und hier die rechte. Da macht auch der Tiger dicke Backen. Also noch ein bisschen mehr an der Beweglichkeit im Oberkörper feilen, um dann die Rechte noch deutlicher ins Ziel zu bekommen. Das wünscht sich Fritz Dunek. Runde 6. Sogar häufig den Aufwärtshaken mit der Führungshand, Alejandro Lacatus. Und das ist gar nicht so einfach, da muss man schon eigenartig verdrehen, um dann wirklich Kraft hinter den Schlag zu bekommen. Versuche zum Körper von Lacatus, um die Deckung wieder nach unten zu ziehen, denn am Kopf steht sie da jetzt eigentlich sehr gut. Immer wieder diese kurze Rechte von Lacatus. Yeah.
Übrigen ist die Fahne vorne auf der Hose bei Alejandro Lacatusch falsch, die spanische Fahne. Und irgendwie die Farben ein bisschen durcheinander gebracht. Und da war die rechte jetzt. Er stellt sich Lacatusch in die Ecke und der Tiger wartet ab. Er weiß, das bringt jetzt vielleicht nichts. Er sieht es in den Augen des Herausforderers, ob sich das schon lohnt, da jetzt mal eine ganze Salve von Schlägen loszulassen. Ja, wieder der Versuch, die Rechte da so reinzukippen. Aber Lacatusch hat sich das wohl gedacht und hat sich da gut rausgedreht. Da darf man schon applaudieren. Man arbeitet am rechten Auge des Herausforderers, der heute seinen 17. Kampf bestreitet. Und im Hintergrund haben wir kurz Fritz Dunek gesehen, der das vorgemacht hat. Das sah aus wie jemand mehr zum Körper. Die 19. Titelverteidigung. Tienes que ir muy tapado. Sin querer hacer muchas cosas, pero golpe, golpe por dentro, golpe por dentro, golpe por dentro, golpe por dentro. ¿Me entiendes? ¿Eh? Muy tapadito, tranquilo. Cerradito abajo, para que no te toque abajo. ¿Eh? Y no dejándole... Also auf jeden Fall was mit trabajo, das heißt arbeiten. Halbzeit in diesem Kampf. 6 Runden vorbei. Letzten Runden auch in ihrer Wertung im Online-Scoring, den Sie mitmachen können unter www.premiereworld.de gegen an den Tiger. Hoffen wir mal, dass es die Punktrichter ähnlich sehen. Es sollte allerdings so sein. Michael Gliena, Luca Montella, Dariola und Joachim Jakobsen. Der Sieger einer Runde erhält 10 Punkte, der unterlegene 9, und es wird Runde für Runde bewertet. Und die Punktrichter geben auch immer direkt nach dem Gong ihren Zettel ab. Also da kann man sich nochmal die Wiederholung der Schläge anschauen und nochmal kurz überlegen oder sich irgendwie durch Blinzeln mit den anderen absprechen. Da muss direkt am Gong die Zahl aufgeschrieben werden. Oh, wieder die Rechte. Immer wenn er wild wird, trifft Lacatusch. Wenn der Tiger auf Distanz bleibt, mit der Führhand arbeitet und ab und zu dann die Rechte bringt, läuft alles wunderbar. Aber hier bei diesen Abtäuschen in der Nahdistanz, da kommt Lacatusch häufiger durch, weil Michalczewski ihn geradezu einlädt. Das macht man ja normalerweise auch so am Geburtstag, aber nicht hier im Ring. Oh, oh, oh. Tiefschlag. Und Kopf, sagt Michael Ortega. Und er spricht jetzt hier mit Alejandro Lacatusch Spanisch, damit er das auch wirklich versteht. Die Frage an Michalczewski, kannst du weitermachen? Ja. Und die Halle, die Braunschweiger Fans stehen direkt hinter Michalczewski. Und er wittert hier nochmal Morgenluft, Lacatusch. Oh. Verliert wieder ein bisschen den Faden, Darius Michalczewski.
immer wieder diese Rechte. Die Ecke von Lakatusch fordert weniger Schläge, dafür härtere. Was sagt Fritz Dunek? So, Junge, da los. Pass ein bisschen, boxe lang, geh raus jetzt. Dass du die Hand, dass die vorbeigeht, ne? Bewege die Kiste jetzt. Ne? Und immer wieder in den Jab rein, dann kommt die Rechte von alleine nachher. Nicht mit Gewalt ab. So, und hier nochmal die Wiederholung, was da passiert ist. Die linke vom Tiger. Oh ja. Ich dachte, vorher war da ein Tiefschlag, aber das war ein Kopfstoß. Da ist er reingesprungen. Aber der Ringrichter Ortega sagt nein. War zumindest keine Absicht. Deshalb gibt es da keinen Punktabzug. Da muss Michael Szewski auch aufpassen, aber Lakatusch natürlich auch. Und er hat da nach oben geschaut, hat sich weggedreht. Da hätte natürlich die Rechte nochmal kommen können. Also da gilt die alte Boxerregel, protect yourself at all times. Zu jeder Zeit konzentriert bleiben und die Deckung so geschlossen wie möglich halten. Linke guter Haken vom Weltmeister. Aber das ist schon verwunderlich, dass der Lakatusch hier so gut dabei ist, dass er so gut durchkommen kann, dass der Tiger sich so häufig treffen lässt. Jetzt kommt die Führhand wieder. Immer wenn er auf Distanz bleibt, sieht das sehr viel besser aus. Die Rechte. Maß genommen vom Tiger und nochmal. Auch wenn er den Kopf schüttelt, das sind klare Treffer und er ist ein bisschen mitgenommen. Jetzt weiter auf Distanz bleiben, Darius Michalczewski. Und sofort sind die Fans da. Und Lakatusch geht jetzt immer links rum, also läuft auch noch in Richtung der rechten Schlaghand vom Tiger. Und wenn die linke kommt, da kann er sich richtig hinstellen, so wie hier. Immer wieder die linke, nochmal der Versuch, die rechte ins Ziel zu bringen von Lakatusch, aber das wird jetzt alles langsamer. Klasse. Und da sieht man mal, wie viel Druck hinter der linken ist, wenn Michalczewski die richtig schlägt. Und nochmal die Linke. Die Rechte mit dem Gong. Die beste Runde für Michalczewski. Genauso weiter mit links. Das sagt Fritz Dunek, als ob er die Bilder hier sieht. Ja, er schüttelt zwar den Kopf, aber das ist wie das Pfeifen der jungen Mädchen im Wald, um sich selbst Mut zu machen. Und dass die Rechte vorbeifliegt. Okay.
die 9. Runde. Alejandro Lacatusch. Zweimal ging er über 12 Runden. Und das waren seine längsten Kämpfe, logischerweise. Aber dazwischen, zwischen dem längsten und dem zweitlängsten, klafft eine große Lücke. Er war nämlich nur über 6 Runden. Wenn der Tiger so weitermacht wie in der 8. Runde, dann wird das hier die letzte. Wechselt wieder kurzzeitig die Auslage. Alejandro Lacatusch. Weg, Lacatusch, weiß nicht, was er machen soll. Nochmal die linke und die rechte und er ist mitgenommen. Er wackelt und er ist nur nicht umgefallen, weil da die Ringseile ihn aufrecht stehen ließen. Und deshalb zählt Michael Ortega ihn jetzt an, völlig zu Recht. Das wird zwar nicht im Stehen angezählt, aber das gilt. Also er hing da in den Seilen. Kann der Tiger jetzt Schluss machen? Klasse, schwerer K.O. Die linke vom Tiger. Der linke Haken. Der goldene linke Haken und Michael Szewski zeigt an hier, der kam immer mit dem Kopf rein und dafür habe ich ihn jetzt bestraft. Der linke Haken und schwer K.O. Alejandro Lacatusch. Hier die Ärzte bei ihm, natürlich, die müssen da sofort hin. Schwer K.O. Der linke Haken, so wie gegen Ernesto Giovannini, als er Weltmeister wurde im Cruisergewicht oder damals, als er deutscher Meister wurde, das war seine stärkste Waffe. Muss man sich hier Sorgen machen. Um Alejandro Lacatusch, die Ärzte sind natürlich da. Viele Vorsichtsmaßnahmen. Und da klettert er sogar raus. Ja, die Scorpions werden abgeklatscht. Und er kann sich feiern lassen, während wir mal mit einem Auge auch auf Alejandro Lacatusch schauen. Zum dritten Mal in Runde 9 gewinnt der Tiger durch K.O. Es gab viele Treffer, die man so nicht erwartet hätte, dass er so häufig getroffen wird. Und es gab diese Schwächeperiode, sage ich mal, in der zweiten, dritten Runde, wo Lacatusch viel zu häufig durchkam. Sagen wir mal, es waren die Nerven, aber zum Schluss hat er das dann gut gemacht. Sich auch nicht von dem Kopfstoß da aus dem Konzept bringen lassen. Und immer wenn die Führung kam, war es klasse. Jetzt wollen wir hier mal schauen. Na, da springt er noch dazwischen, Michael Ortega, aber da war es schon zu spät. Immer wieder mit dem Kopf. Hier zeigt er es an. Und er liegt immer noch am Ringboden. Da war die linke voll am Kinnwinkel. Und da sieht man schon im Runterfallen, dass der nicht wieder hochkommt. Er schlägt noch hart auf, hinten auf dem Ringboden. Und das natürlich nicht gerade dazu bei, dass er sich hier schneller holt. Er ist volles Risiko gegangen, Alejandro Lacatusch mit diesem Schlag. Ging voll rein, wollte die rechte ins Ziel bringen. Das war rumänisches Roulette. Die rechte flog vorbei. Platz für die linke vom Tiger und die passte wie schon so häufig perfekt ins Ziel. Also er hat spannend gemacht. Am Geburtstag da ganz langsam das Geschenk ausgepackt. Er sitzt wieder, also jetzt darf man wohl sagen, gar nicht so toll, Darius, nicht nochmal so toll. Klatscht ihn da auch ab und er klettert, wie man das gewohnt ist, vom Tiger auf jedes Ringseil. Und auch Fritz Dunek kann zufrieden sein. Wir haben vorhin gehört, Jan Stecker hat es angesprochen, vielleicht der beste Trainer. Wenn es so eine Pound-for-Pound-Liste gäbe, auch für Trainer, da wäre er mit Sicherheit ganz weit vorne. Emmanuel Stewart und Don Turner, die haben ja zuletzt in Folge mit ihren
Hoffnungsträgern oder mit ihren Champions verloren. Fritz Dunek nicht. Also er gehört mindestens in die Top 3. Und wenn man weiß, wie er arbeitet. Und auch ohne auf die deutsche Brille zu schauen. Ich würde sogar weitergehen und sagen, er ist der beste Trainer weltweit. Also es hat ein bisschen gedauert. Graf Dracula war 10. Mit Knoblauch. Also nur mit dem Abwarten hat es nicht geklappt. Es brauchte dieses Eichenholz und das Licht. Dieser linke Haken. Und jetzt gibt es natürlich Geschenke. Und die hat er sich verdient. Nochmal ein Blick hinten. Was macht Lakatosch? Der steht und der bewegt sich langsam aber sicher in seine Ringecke. Und da können wir tief durchatmen. Nicht, dass hier noch was Schlimmeres passiert. Schon mal so einen schweren K.O. Aslodin Umarov. Und interessanterweise, ohne dass das jetzt was bedeuten muss, war da auch Michael Ortega, der Ringrichter. Das offizielle Urteil. Von da ist eine gute Nachricht. Unserem Gast aus Spanien geht es wieder gut. Er ist wieder okay. Und wir haben einen riesen Kampf gesehen, meine Damen und Herren. Ich bitte um genauso einen riesen Applaus für beide Boxer. Meine Damen und Herren, und hier das offizielle Urteil. Sieger durch K.O. in der 9. Runde nach 1:35. Und damit alter und neuer Weltmeister WBO im Halbschwergewicht. Den Boxstall Universum Box Promotion aus Hamburg, der Tiger Darius Michalczewski. Der 37. K.O., der 44. Sieg, die 19. erfolgreiche Titelverteidigung. Er bleibt im Fahrwasser, um die großen Rekorde zu brechen. Rocky Marciano, der Schwergewichtsweltmeister, 49 Siege, 43 davon durch K.O. Oder Joe Louis, der 25 Mal seinen Titel verteidigte. Wie geht's weiter für den Tiger? Kommt es zum Duell mit Roy Jones oder bleibt das Schattenboxen? Heute auf jeden Fall was die gute Linie. So, noch ein Riesenapplaus am Ende für seinen Gegner aus Spanien, Alejandro Lakatosch. Ja, Applaus hat er sich auf jeden Fall verdient, der Rumäne, der in Madrid lebt. Seine zweite Niederlage, die schwerste, aber er hat sich gut verkauft. Hat hier viele Runden besser mitgehalten, als man das hat denken können. Und der Trainer des Verlierers ist bei uns, von Herrn Lakatosch, Enrique Soria. Er hat gekämpft wie ein Löwe, wie ein Stier, mit viel, viel Herz. Warum hat es nicht gelangt? Darius, ich glaube, ganz Braunschweig und alle in Deutschland. Vielleicht fehlte ihm die Erfahrung, aber ich denke, sie waren doch ausgeglichen. Und er hat auch bewiesen, dass man mit nicht ganz so viel Erfahrung sehr gut kämpfen kann und dass er ein großer Boxer ist. Ich denke, in 10 weiteren Kämpfen könnte er dann der Sieger sein. Hat er vielleicht zu viel Kraft am Anfang gelassen? War das vielleicht zu viel? Er ist ja losgestürmt, also unfassbar. Es war ja ein klasse Kampf. Naja, man muss von Anfang an versuchen, die Runden für sich zu entscheiden. Die Glocke erklingt und dann muss man alles geben von Anfang an. Denn wenn man bis zur letzten Runde wartet, dann kommt man ja vielleicht nicht an am Ende. Wie soll es jetzt weitergehen? Noch ein letztes. Wie können Sie ihn wieder aufbauen? Naja, erstmal Ferien, ein bisschen Urlaub. In Spanien gibt es gutes Essen, guten Wein, man lebt dort sehr gut. Im Sommer soll man sich ein bisschen erholen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Gracias, viel Spaß im Urlaub, Dankeschön. Bitteschön. Ich möchte noch was sagen. Ihr habt mich so toll unterstützt. Heute in meinem Geburtstag war für mich wirklich nicht leichter, sondern besonders schwerer.
Ich wollte super aussehen. Das hat nicht jede Runde geklappt, aber ich habe mich total super unterstützt. Und ich bedanke mich. Ich bin sicher, dass ich hier nochmal komme. Dankeschön. Meine Damen und Herren, gesungen haben von den Scorpions Rudolf Schenker und Klaus Meine. Besten Dank. Einmal noch mal schnell.